Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, heute geht es weiter mit der F1-Karriere in Alfa Romeo oder bei Alfa Romeo. Gestern gab es ja die Folge, wo wir den Wechsel zurückgemacht haben. Ist für mich ein bisschen schon was länger her, weil ich habe nicht sofort weitergemacht, sondern eher gerade ein bisschen vorproduziert für die Alfa Tauri-Karriere. Dementsprechend muss ich gerade gucken, wo wir hier gerade sind. Klar, wir sind bei Alfa Romeo. Wir haben nur noch 113.000. Anfertigen. Tun wir schon Front und ein Heck und ein Unterboden? Haben wir schon einen fertig davon? Also einen Unterboden kriegen wir auch noch fertig. Frontflügel haben wir schon. Ein paar fertig vom Geld. Der, glaube ich, hat das gar nicht so viel gereicht. Ne? Kann das sein? Auf jeden Fall gibt es Updates für unser Auto. Fahrer sind auch klar. Bottas. Boah, mal gucken, ob wir Bottas verlängern. Der ist halt übelst teuer. Da, vielleicht holen wir uns auch einen etwas günstigeren Fahrer. Gucken wir mal gerade Scouting-Büro. Haben wir, sparen wir da auch noch Geld. Aber eigentlich brauchen wir einen. Um uns halt Fahrer zu suchen, die ganz gut sind. Die vielleicht Bottas ersetzen können. Die vom Alter ja auch nicht zu alt oder auch zu jung sind und trotzdem auch schon gute Werte haben. Klar, die meisten Fahrer sind wahrscheinlich nicht so interessiert daran, einen Wechsel zum schlechtesten Team zu machen. Selbst die Ersatzfahrer nicht. Das sieht gar nicht gut aus. Joost aber McLaren. Das heißt, er ist wirklich der nächste Fahrer, der eigentlich dafür in Frage käme. Als Hauptfahrer weiterhin zu fahren. Bearman wäre einer. Okay, wir werden Bearman holen. Der ist genauso stark wie er, aber halt 8 Jahre jünger. Und ist Ferrari Junior. Das muss man dazu auch sagen. Das wäre natürlich auch so eine Sache. West, die könnte man sich auch holen, aber der wird. Bearman ist eigentlich Alter gegen Stärke gar nicht so schlecht. Den scouten wir mal. Und das wird wahrscheinlich vielleicht unser neuer zweiter Fahrer. Dann wird Schumacher zum ersten Fahrer hochgeschoben. Klar, wir verschlechtern uns deutlich, aber es will kein anderer Fahrer zu uns kommen. Aber mit 35 Jahren ist es halt nicht so gut, ne? Klar, er kann noch Jahre fahren, aber wir müssen halt auch an unser Geld denken. Frontflügel ist fertig. Und er kostet uns halt Unmengen an Geld, ne? Er kostet uns fast 10 Millionen. Das ist einiges. Ne? Schumacher verdient dann im Vergleich so 2,8. Der Palot, der Vertrag wird bei ihm auch auslaufen, dann definitiv. 1,7. Das heißt, mit Goethe, der dann unser Testfahrer wird, können wir auf jeden Fall Geld sparen. Kann sein, dass wir bei Schumacher dann ein bisschen mehr ausgeben, um ihn zum ersten Fahrer zu machen. Aber Bearman, wie viel kriegt der? Sagen wir auch 2 Millionen. Das sind halt 7 Millionen, die wir uns dann im Jahr sparen mit dem Geld. Und das ist schon ganz gut für uns. Das Gute ist, wir müssen, haben halt hier nicht so viele Erwartungen, ne? Das muss man definitiv so sagen. Wieso gehen wir eigentlich nicht auf 6 Leute? Dann sind wir ein Stück schneller fertig. Können wir irgendein Update machen, was uns nicht so viel Geld kostet, aber trotzdem uns sehr weiterhilft? Ist das möglich? Wir brauchen halt Geschwindigkeit. Ne, wir sind halt auf der Geraden sehr langsam. Wir brauchen auf der Beschleunigung sehr langsam. In den Kurven sind wir genauso langsam. km/h. Motorkühlung bis nach hinten schrauben. Gewicht wäre auch schneller. Es wird uns 700.000 kosten. Echt so günstig? Ist ein Chassis echt so günstig im Vergleich zu den anderen? Machen wir einen Heckflügel. 1,4 Millionen. Hä? Ein Chassis ist ein ganzes Auto. Seitenkasten? 1 Million.
Aufhängung. 1,3 Millionen. Ich bin komplett verwirrt. Dann wird es wahrscheinlich ein Chassis vom Geld her, ne? Als nächstes Update. Fertigung, Unterboden. 2 von 4. Das werden wir dann aber auch erst im zweiten Training einsetzen. Klar, wir sind immer noch weit hinten. Also man sieht allein schon in der AlphaTauri-Karriere, was wir da haben. Und sowas kann ich auch nicht machen. Naja, sowas schaffen wir aktuell nicht. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen, wir gehen ganz locker rein. Gucken, wie weit wir kommen. Hoffen, dass wir unseren Platz behalten dürfen. Und, seien Sie herzlich willkommen. Mehr als richtig daneben liegen kann man nicht, ne? So, Testfahrten. So, natürlich werden die Setups deutlich wieder anders sein als die bei Alfa Romeo, weil die Fahrzeuge einen ganz unterschiedlichen Aufbau haben. Aber das ist auch mal sehr interessant dann zu sehen, wie das Ganze sich ein bisschen im Verhältnis zueinander steht, ne? Ja, wir sind hier wahrscheinlich mit Bottas sehr weit oben. Wow. Ja, wir sollten noch nicht zu viel erwarten. Auch im Qualifying erwarte ich halt Platz 19, 20. Aber generell auch schon gute Setups. Ja, man muss halt vielleicht auch mit alternativen Wirkstrategien... mit alternativen Strategien dann irgendwie was machen. Um vielleicht irgendwie in die Nähe von den Punkten zu kommen. Da haben wir es optimal, ne? Aber das können wir direkt vergessen, weil wir einiges ändern müssen. Ja. Ist vielleicht so ein bisschen angenehmer sogar. So, probieren wir das Setup. Und danach kommen die neuen Thailands-Autos schon. Bin gespannt, ob die direkt so einen richtigen Fortschritt schon zeigen. Aktuell Bottas fährt aktuell saumäßig gut unterwegs. Ne? Klar, wir haben hier Fahrer, in dem Fall Ricciardo und Sargent, die eigentlich normalerweise nicht da sind, weil wir eigentlich ja richtig schlechte Fahrer bei AlphaTauri hingesetzt haben. Aber die denken sich auch, kündigen wir einfach wieder. Einfach mal schön Geld ausgeben umsonst. Aber es gibt halt hier auch einen Unterschied. Ne? Magnus und Aston Martin zum Beispiel fährt der rum. Piastri oder Williams. Also Leclerc war gleich, Perez ist gleich und Russell ist gleich. Gasly blieb auch, Norris auch. Da ist jetzt Cho hingewechselt, den wir ja freigegeben haben. Ja, Piastri oder Williams war anders. Magnus und bei Aston Martin war anders. Pocher ist gleich. Sarge und Ricciardo fahren. Und Albon, also ein paar Änderungen haben wir schon zwischen den beiden Karrieren. So, Autoteile, bitte einen schönen Unterboden. Und einen schönen Frontflügel. Ich weiß halt nicht, ob der so viel bringt. Also von den Werten, ja, bringt der schon einiges. Genau wie der Unterboden wahrscheinlich, ne? Oh ja, also man merkt schon, wir haben da einen ordentlichen Schub auf einmal. Das wird man hoffentlich auch dann im... Qualifying merken. Ja, okay, machen wir so. Natürlich kriegt auch Schumacher das Update. Wäre ja unfair, wenn der das Update nicht bekommen würde. Und auch hier, Toleranz in der schmutzigen Luft 25% besser. Kühlung auch besser. Also die Updates, die sind schon deutlich angenehmer als das, was wir als Hauptauto, glaube ich, hatten. Ja, okay, probieren wir das mal. Vielleicht ist das auch der richtige Weg. Klar, wir kommen nur mit Updates nach vorne. Updates. Da haben wir die Updates. Da fragt niemals Updates. Die können manchmal richtig gut reinhauen.
Willkommen beim. Klar, wir werden halt wahrscheinlich immer noch weit hinten rumfahren. Definitiv. Aber ich weiß halt nicht im Vergleich dazu, wie stark sind die Updates, die Alfa Romeo und der Alfa Tauri Karriere macht. Das ist halt immer sehr interessant, jetzt das alles ein bisschen zu vergleichen. Ich werde hier nichts dran rütteln. Also, wir haben hier ein 95er Setup. So, wir haben einmal Medium, einmal Soft. Ja, und wahrscheinlich sehr viele. Einmal Hard, einmal Soft. Und wir werden halt wahrscheinlich relativ viele Soft-Reifen zur Verfügung haben. So, wie machen wir das jetzt? Ich würde mal sagen, wir warten trotzdem mal und versuchen trotzdem einen schönen Windschatten von irgendeinem zu bekommen. Moment mal, war Alfa rum. Hä, wo fährt denn jetzt bitte der Aston Martin raus? Der müsste doch da rausfahren. Oder irre ich mich jetzt? Red Bull, Ferrari. Ah, das ist Mercedes. War Alfa Romeo. War Alfa Romeo vor Aston Martin? Wenn. Habe ich das nicht mehr auf dem Schirm gehabt? Keiner will rausfahren. Der ist schon vorbei. Komm schon. Ist ein bisschen spät. Ich glaube, wir werden es langsamer rausfahren. Ich warte noch kurz einen Moment. Oh, okay. Bottas vor Schumacher. Das ist gar nicht mal so verkehrt, weil Bottas hat ein bisschen... Ja, wohl, der hat Show direkt vor sich, ne? Und das auch schon ein bisschen weiter weg. Und dahinter haben wir direkt die beiden Haas. Oder ein Haas zumindest mal. Okay, Schumacher hat auf jeden Fall einen guten Windschatten jetzt von Bottas. Haben wir irgendeinen, der uns im Weg stehen könnte? Weil so richtig Windschatten haben wir nicht, weil die fahren uns wirklich auf der Kran einfach weg. Oh, Schumacher holt scheinbar auch auf Bottas. Klar, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass Bottas bleibt. Kann ja auch bleiben. Nur halt, was geldmäßig angeht, macht das schon Sinn, halt Bottas loszulassen und dann auf einen schlechteren Fahrer und einen jüngeren Fahrer dafür zu setzen. P7. That was a really good lap. Box this lap and cool the engine. Okay. Wir sind nicht so weit weg von Alfa Tauri, was mich schon ein bisschen wundert. Okay, die haben mal mit Sargent, haben die auch echt keinen so guten Fahrer, ne? Und Ricciardo ist eigentlich auch alt. Was Giovinazzi noch dazwischen. Und Albon sogar dahinter. Stimmt, Albon war auch letztes Mal hier sehr schlecht, ne? So wie ich das noch im Kopf habe. Albon war, glaube ich, bei der Alfa Tauri ja auch am Anfang richtig schlecht unterwegs. Wieso fahren die uns bitte bei der Einführungsrunde so extrem weg? Na, Bottas ist schon sehr nah bei Schumacher dran, ne? Fährt irgendeine gerade eine Outlap? McLaren nicht, die könnten die Inlap fahren gerade. Oh, Schumacher wird Bottas im Weg stehen. Das merkt man jetzt schon. Schumacher verbessert sich auch nicht. Fahr auf Seite. Dann machen wir jetzt, lassen wir lieber Schumachers Runde jetzt auslaufen und dadurch hat Bottas hoffentlich vielleicht ein bisschen Zeit verloren. Ja, du kannst reinkommen. Die Runde wurden leider nichts. Bei Bottas können wir vielleicht hoffen, dass noch ein Schritt nach vorne geht. Ja!
Bitte was? Zeit ist rum. Schumacher ist raus. Fährst du eine schnelle Runde? Der fährt eine langsame Runde. Also, der ist auch raus. Sergeant. Fährt schnell. Ist raus. Elben. War vor uns. Der ist auch raus. Wir haben es mit Bottas geschafft. Bitte was? Was? Und wieso gibt man da nicht ein, ne? Ja, ich will halt kein Geld verlieren, ne? Aber man kann damit auch nicht rechnen, dass die Updates auch so reinhauen, dass wir auf einmal ins Q2 kommen. Ne, Schumacher ist zwar letzter, aber sieht man den Abstand nur zu Ricardo? Wenn man die aktuelle Stärke des sieht von Alfa Romeo in der Dingsserie, die sind nur im Qualifying gut. Klar, wir haben in Australien Q3 gehabt von Bottas, aber das war wetterbedingt. Das war jetzt nicht wetterbedingt. Und selbst Schumacher ist nicht so weit weg von Ricardo. Völlig überraschend. Und selbst Sergeant kommt fast weiter. Also klar, wir werden jetzt in Q2 höchstwahrscheinlich rausfallen. Aber dann ist das hier für mich schon ein kompletter Wahnsinn gerade, ne? Hä? Nein, ich will fahren. War ich auf simulieren? Schauen wir schon. Oh, natürlich probiert man einen Windschatten zu bekommen, ne? Ja, aber man tut natürlich einen Windschatten zu bekommen. Weil wenn schon, denn schon, ne? Aber Schumacher hat ihn auch aufgehalten in seiner schnellen Runde. Oder war das doch noch im richtigen Zeitpunkt, wo wir den vorbeigewunken haben? Ja, wir haben hier einen Mercedes. Ich hoffe, der Mercedes macht gut Platz. Wir müssen auf den Wirt. Okay, der Mercedes hat schön Platz gemacht. Ich bin gerade richtig verwirrt. Bottas fährt den ersten schnellsten Sektor überhaupt und wir haben direkt vor uns ein Ferrari. Ey, das wird halt im Rennen dann wieder so eine Enttäuschung, weil Bottas so schnell zurückfallen wird. Der fährt eine Mega-Zeit. Das wird er mit frischen Reifen nie im Leben mehr hinbekommen. Dann muss man echt so einen gleichen Abstand zu einem anderen finden, ne? Was Box und was die Runde angeht. Bitte. Was? Ich gehe mal auf 8-Fahrgeschwindigkeit. Da kommt gerade Mercedes McLaren raus. Das ist viel zu früh. Ah, egal. Aber eigentlich ist es okay. Der Abstand ist okay. Natürlich kommt Welch aus der Boxengasse raus. Ja, der hat jetzt keinen nicht so guten Windschatten mehr, ne? Aber es könnte reichen sogar. Ja, der Ferrari hat gut Platz gemacht. Der andere McLaren könnte Probleme machen. Also Show in dem Fall. Aber ich kann sein, dass der auf der Gegengeraden Platz macht. Oder jetzt schon. Oh, geht noch. Ja, wie gesagt, das war schon eine Top-Runde gerade. Wir hatten halt einen perfekten Windschatten auch von Russell oder Sainz. Keine Ahnung, welcher von beiden. War klar. Den Reifensatz hätten wir uns eigentlich fast schon sparen können. Okay, Valtteri, so we're currently in P10. Ja, ich erwarte trotzdem, dass wir noch rausfliegen, ne? Der Aston Martin sollte auf jeden Fall verbessern. Show könnte auch noch sein. Williams weiß ich halt nicht, ob die sich noch so sonderlich steigern können. Hat Show es nicht geschafft gerade. Ey, sind wir hier? Bitte? Hä? Ey, wir haben das Team verlassen, haben
das zu Grund und Boden schlecht gemacht. Wirklich. Und jetzt machen wir überraschenderweise einen Q3-Einzug im ersten Qualifying. Was ist verkehrt? Wortwörtlich. Klar. Wir brauchen eigentlich nicht viel machen. Warum soll ich jetzt neue Reifen verbrauchen? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir letzter werden, ist hier sehr, sehr groß gerade. Okay, that's the green light now. Wir nutzen einfach nochmal den Windschatten von dem Ferrari. Wieso kommen die jetzt? Wieso fahren die dann aus der Boxengasse? Na, kannst du vergessen. Bottas musste leicht abbremsen schon. Aber trotzdem schneller als der Sainz im ersten Sektor. Wahnsinn. Ich dachte, wir haben jetzt schon mehr erreicht, als ich jemals dachte, gerade hier in dem ersten Qualifying. Schaut so, ja, 19., vielleicht 18. Wenn es ganz, ganz, ganz gut läuft, vielleicht 17. im Qualifying. Na, das wäre vielleicht möglich, aber Q3 ist we're currently P1. Über allen Sachen. Will das Spiel mich gerade richtig verarschen? Klar, Sainz, der hat im ersten Sektor richtig daneben gelegen. Der wird sich auf jeden Fall noch verbessern. Aber das kann doch jetzt nicht angehen, dass wir schneller als ein Ferrari im ersten Versuch waren schon. Unser Wagen ist doch viel, viel schlechter. Hast du Probleme, schnapp dir einen schnelleren Windschatten. Das ist jetzt das Prinzip, was wir haben. Ja, das könnte eine sehr, sehr schöne freie Runde geben. Ja, der Red Bull ist ein bisschen weiter weg, aber wir haben eigentlich noch gut Gewinnschatten. Und der erste Sektor sollte auf jeden Fall noch mal einen Tick schneller sein als gerade eben. Aktuell sind wir sogar Fünfter. Beide Mercedes und beide Ferraris geschlagen. Nose auf 3. Das ist ein trockenes Wetter, ne? Ist doch nicht mal Regen. Also Regen könnte ich sogar noch sowas verstehen, ne? Ja, wir hatten der fährt uns halt dann weg. Wir müssen uns eigentlich einen Windschatten so von Norris wahrscheinlich schnappen oder von Gasly, wo wir noch die Chance haben, einigermaßen dran zu bleiben. Aber kein Red Bull. Der fährt uns einfach sowas von davon. Aber alles, was uns gerade ein bisschen hilft, vielleicht nicht Zehnter zu werden, nehmen wir doch mit, ne? Okay, so we are in P6. Ja, okay. Ende der Session. Hätte sein können, dass irgendwas passiert noch. Wir sind nicht Letzter. Wir sind Neunter. Wir haben Gasly geschlagen im Qualifying. Party-Modus. Also Alpha Tauri ist gerade ein bisschen so frustrierend. Ne? Mit dem Australien-Rennen und also Stand jetzt habe ich Australien-Rennen gefahren. Und hier sind wir einfach Jubelextase, weil wir mit einem Alfa Romeo Platz 9 fahren. In Kürze werden den wir wahrscheinlich nicht lange halten werden. Ne? Also würde mich schon wundern. Und das Schöne ist, wir haben natürlich schöne, frische Softreifen. Ne? So viel ich weiß. Und warum? Also Zweistopp ist hier auf jeden Fall angesagt. Und ich würde auch diese Strategie hier nehmen. Klar, die ist natürlich auch nicht so schlecht. Wenn man das so bedenkt. Im zweiten Sektor Medium fahren? Ja, warum nicht, ne? Würde ich mit beiden so, obwohl mit Schumacher könnte man eher Medium am Mann Start nehmen. Da hat man nicht so viel zu verlieren. Wir nehmen 3 Liter mehr Sprit mit. So. Ah, hier ist Bottas auch etwas schwerer als Schumacher, ne?
Das ist mir noch nie aufgefallen vorher. Ist mir wirklich jetzt vor kurzem aufgefallen. Jetzt mit Lawson und Joe.